Hallo Leute, kommt es dir manchmal so vor, als ob andere Leute intelligenter wären als du? Keine Sorge, wenn dir tatsächlich das Selbstbewusstsein oder die Intelligenz fehlt, es gibt viele Methoden, wie man mit kleinen Tricks viel intelligenter erscheint, als man in Wirklichkeit ist, ohne mehr zu lernen oder ein Buch aufzuschlagen. Ihr müsst einfach nur aufmerksam dieses Video zu Ende gucken. Also aufgepasst, vom Wechsel deiner täglichen Klamotten bis zum Hinzufügen eines Namenskürzels zwischen deinen Namen kommen jetzt 10 alltägliche und einfache Tricks, die dir helfen, super intelligent bei deinen Freunden oder Kollegen zu erscheinen. Erstens, bleibe bei dem, was du bereits weißt. Wenn man in einer hitzigen Diskussion oder Debatte verwickelt ist, ist es einfach, sich ablenken zu lassen und über Dinge zu sprechen, über die man vielleicht nicht allzu viel weiß. Es ist wichtig, deine Fassung zu bewahren und strikt an jenen Dingen festzuhalten, die man ganz sicher weiß. Wenn man nur darauf konzentriert ist, dem Gegenüber zu widersprechen, kann man sich leicht blamieren. Versuche stattdessen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und bleib bei den Dingen, derer du dir ganz sicher bist. Dein Gegenüber wird sich sofort wohler fühlen und besser mit dir auskommen und dich außerdem intelligenter erscheinen lassen. Zweitens, benutze eine Abkürzung für deinen Mittelnamen. Viele berühmte oder reiche Menschen benutzen einen Mittelnamen oder eine Abkürzung als Mittelname, wie John F. Kennedy oder Donald J. Trump. Dies machen einige Promis und erscheinen damit wichtiger und smarter. Denn man glaubt unterbewusst, dass Menschen mit zweiten Vornamen einen höheren sozialen Status genießen und eine höhere Bildung haben, wie zum Beispiel Theodor Karl Gutenberg oder Johann Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart und so weiter. Experimente mit Studenten haben ergeben, dass Studenten die Werke berühmter Schriftsteller mit Variationen derer Namen lesen mussten, glaubten, dass ein und dasselbe Buch des gleichen Schriftstellers, aber mit hinzugefügten Mittelnamen, intellektuell höherwertig war. In 85% aller Fälle gewann das Buch als beste Arbeit, dessen Autor einen zweiten Vornamen nutzte. Drittens, immer lächeln. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Mensch unterbewusst fähig ist, die Intelligenz seines Gegenübers nur anhand der Gesichtsausdrücke abzuschätzen. Während der Studie kam man dahinter, dass Menschen, die öfter lächelten oder fröhlich aussahen, als intelligenter eingestuft wurden, währenddessen Menschen mit missmutigem oder arrogantem Gesichtseindruck als eher ungebildet und dumm bewertet wurden. Leute, die immer lächelten, wurden auch viel vertrauenswürdiger eingestuft. Arrogante und missmutige Menschen hingegen wurden als nicht vertrauenswürdig eingeschätzt. Also Leute, immer lächeln, so hinterlässt ihr einen smarten Eindruck. Viertens, Brillengläser. Hast du dir jemals Brillen aufgesetzt und dich damit wesentlich smarter gefühlt? Probier's mal aus. Und du wirst sehen, dass dieser kleine Trick auch bei anderen Leuten funktioniert, denn andere Leute werden automatisch den Eindruck bekommen, dass du viel belesener und intelligenter bist. Aufgrund von Studien hat sich herausgestellt, dass Leute, die Brillen trugen, als wesentlich klüger eingeschätzt wurden als Leute ohne Brille. Allerdings gibt es da auch einen kleinen Haken. Die gleiche Studie fand nämlich heraus, dass jene Leute mit Brillen auch als weniger attraktiv eingeschätzt wurden als die, die keine Brille trugen. Also, die Entscheidung liegt bei dir. Willst du intelligenter wirken oder doch lieber attraktiver? Fünftens, hör auf, Alkohol zu trinken. Natürlich ist es wahr, dass Leute, die Alkohol trinken, manchmal wirklich dumme Dinge machen und sagen. Und manchmal ist es auch okay, wenn man ein Bierchen über den Durst trinkt. Aber das ist es nicht, was Leute glauben macht, dass du nicht so klug bist. Alleine die Tatsache, dass du ein Glas Bier oder ein Wein in der Hand hältst, lässt dich automatisch dumm erscheinen. Denn unterbewusst betrachten wir den Alkoholkonsum automatisch als Beeinträchtigung oder starke geistige und moralische Schwäche. Selbst dann, wenn du nur einen einzigen Trink zu dir nimmst. Das ist statistisch bewiesen, denn Managern wurden Bildern von Leuten vorgelegt, die sie einstellen sollten. Und siehe da, alle entschieden sich für Angestellte, die keinen Drink in ihrer Hand auf ihrem Facebook-Profil hatten oder die keinen Alkohol beim Lunch zum Jobinterview orderten. Sechstens, Augenkontakt. Versuche beim Flirten oder auch nur in einem normalen Gespräch immer Augenkontakt zu halten. Das zeugt von Aufmerksamkeit, Intelligenz und Empathie und lässt dich damit automatisch klüger und vertrauenswürdiger erscheinen. Denn die Aufmerksamkeit ist damit ganz auf deinen Gesprächspartner fixiert und suggeriert Interesse. Leute, die ständig den Augenkontakt halten, werden auch eher als Anführer akzeptiert, sei es im Sport, im Beruf oder in sonstiger sozialer Lage, weil sie damit großes Selbstvertrauen ausstrahlen und es auch von großem Respekt zeugt. Bei einem Experiment wurde eine Gruppe Studenten geteilt und der einen Hälfte wurde angeordnet, intelligenter zu erscheinen. Alle diese Studenten suchten automatisch den Augenkontakt zur anderen Gruppe, denn unterbewusst weiß man, dass Menschen, die Augenkontakt suchen, klüger erscheinen. Allerdings solltest du auch aufpassen, dein Gegenüber nicht allzu sehr anzustarren, denn das kann wiederum als Psycho interpretiert werden. Siebtens, habe Selbstbewusstsein. Hast du jemals den Spruch, so tun als ob, bis man es kann, gehört? Nun ja, an diesem Spruch ist viel Wahres dran.
Selbst Leute, die ein überzogenes Selbstbewusstsein haben, erscheinen als viel klüger. Das bedeutet, wenn du an dich glaubst, dann merkt man dies. Auf der anderen Seite, wenn du an dir zweifelst, dann werden auch andere Menschen dies bemerken und an dir zweifeln, weil du somit weniger intelligent erscheinst. Also, einer der besten Wege, klüger zu erscheinen, ist einfach an sich zu glauben und mehr Selbstvertrauen in dich und deine Fähigkeiten zu haben. Achtens, gib es zu, wenn du etwas nicht weißt. Einer der best angesehenen Charaktereigenschaften ist, wenn man zugibt, etwas nicht zu wissen. Das kann natürlich manchmal sehr schwer fallen, aber Selbsterkenntnis wird mit hoher Intelligenz in Verbindung gebracht. Hast du jemals den Spruch gehört, Idioten wissen nicht, dass sie Idioten sind? Das liegt daran, dass Leute, denen Selbsterkenntnis ihrer eigenen Grenzen und Fähigkeiten fehlt, niemals zugeben werden, dass sie etwas nicht wissen. Das verführt natürlich diese Leute auch oft, einfach etwas Falsches zu sagen oder einfach zu lügen. Und wer mag schon Lügner? Also, wenn du zweifeln solltest, sag einfach die Wahrheit, dass du es nicht weißt und nimm dir Zeit, etwas Neues dazuzulernen. Nur Dummköpfe lernen nie dazu. Neuntens, kleide dich dementsprechend. Gute und ordentliche Kleidung lässt dich nicht nur attraktiver erscheinen, sondern auch viel intelligenter, vertrauenswürdiger und hebt deinen sozialen Status. Vorsicht, übertreib's nicht. Ich meine damit keine protzigen Designerklamotten und Markenkleidung, sondern einfach nur ordentliche, dezente, saubere, gebügelte und neutrale Kleidung. Experimente an Studenten ergaben, dass jene Studenten, die einen weißen Kittel trugen, automatisch besser abschnitten als jene, die keinen trugen. Was beweist, dass die Kleidung, die wir tragen, große Macht nicht nur über uns, sondern auch auf andere Leute ausübt. Auf der anderen Seite erscheint Kleidung, die allzu viel Haut zeigt, von schlechtem, vulgären Geschmack und wirkt weniger intelligent. Das liegt daran, dass Leute, die weniger Kleidung tragen, die Aufmerksamkeit auf ihren Körper richten und nicht ihr Gehirn und somit automatisch ungebildeter wirken. Wenn du also respektiert werden möchtest und klüger erscheinen möchtest, so kleide dich dementsprechend. Zehntens, schau dir immer die Nachrichten an. Hast du jemals mit einem Freund oder einer Freundin über einen aktuellen Event oder Geschehnis gesprochen und dein Gegenüber wusste überhaupt nicht, um was ging? Welchen Eindruck hat das auf dich gemacht? Richtig, einen ziemlich beschränkten und uninformierten Eindruck. Lies einfach regelmäßig die Schlagzeilen einer Tageszeitung oder im Internet und informier dich ein bisschen, was so abgeht in der Welt. Das lässt dich automatisch klüger erscheinen. Du musst ja nicht gleich den ganzen Artikel bis ins Detail kennen. Es reicht, wenn du nur ungefähr weißt, was so abgeht. Wenn du mit deinen Bekannten oder über aktuelle Ereignisse reden kannst, bereichert das dich und deine Freunde und du sammelst nebenbei auch Wissen, was dich automatisch klüger erscheinen lässt. Also meine Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Vergesst bitte nicht, unseren Channel zu abonnieren, das Video mit euren Freunden auf Facebook zu teilen und eure Meinung in den Kommentaren kundzutun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.